yeah, Elektrostadt. Ihr braucht Geraffel. Elektronisches Geraffel, Lötgeraffel, Bastelgeraffel. Ich werde euch sagen, welches Geraffel ihr braucht und welches nicht. Man weiß ja nie so genau, was man braucht und was nicht. Die Sache ist die, ich will euch ein paar Werkzeuge und überhaupt so Geraffel zeigen, was man unbedingt braucht, wenn man dasselbe machen will wie ich. Man muss sich aber immer im Klaren darüber sein, es gibt keine Musterlösung. Erstens, das, was ich mache, ist nicht das, was alle anderen machen, und für irgendwelches anderes Zeug sind meine Werkzeuge super scheiße. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Leute gibt, die Fanatiker irgendwelcher Marken sind und sagen, dass alles, was ich da habe, totaler Schund ist. Schund. Und das mag sogar sein, aber für das, was ich mache, reicht's. Was mache ich denn? Ich mache Zeugs mit Mikrocontrollern. Und das bedeutet, dass ich die meiste Zeit im Bereich von 0 bis 5 Volt unterwegs bin. Und das bedeutet, dass ich löten muss. Ich brauche ein bisschen analoge Technik, aber noch viel mehr digitale. Und genau für den Anwendungszweck habe ich Geraffel. Und das Geraffel, das ich habe, das möchte ich euch jetzt mal zeigen, damit ihr wisst, was ihr braucht, um denselben Kram zu machen wie ich. Ne? Also, los geht's. Der erste Teil der Aktion sind Werkzeuge. Was braucht man an Werkzeugen? Ich sag mal, die einfachste Sache, die jeder unbedingt im Haushalt haben sollte, sieht ungefähr so aus. Was ist das? Das ist eine Schere, das habt ihr doch bestimmt schon mal gesehen. Braucht man ständig, um irgendwelches Zeug zurechtzuschneiden, ist absolut unverzichtbar beim Basteln mit Elektronik. Kann ein bisschen weniger klobig als mein Modell hier sein, aber irgendwas in der Richtung braucht man. Das nächste, was man unbedingt haben sollte, ist sowas hier. Das ist eine Pinzette. Tipp. Darf gerne so wie die hier nicht magnetisch sein. Ich würde es sogar sehr schwer empfehlen. Ob man lieber die geraden oder die gebogenen Spitzen mag, das bleibt jedem selber überlassen. Man sollte aber darauf achten, dass es so diese ganz spitzen Spitzen sind. Das ist schon wichtig, damit man kleine Teile gut greifen kann. Dieses Luxusgerät hier habe ich für 69 Cent bei Amazon bei irgendeinem China-Fuzzi gekauft. War eigentlich für so ein Nageldesign-Gedönse. Also man muss da keine unglaublichen Geldmengen für ausgeben. Das nächste, was man unbedingt braucht, ein Messer. Und mit so einem Teil hier kann man sich Platinen zurechtschneiden, sich in die Finger schnitzen ohne Ende. Man kann alles Mögliche damit machen, braucht man, muss man haben, kostet nicht viel im Baumarkt. Des Weiteren, für die etwas genaueren Sachen, fasst wie gerade eben das Messer ans Skalpell. Ich empfehle euch unbedingt irgendwas halbwegs Vernünftiges mit einem Aluminium-Body und vor allem, wo auch hier oben diese Aufnahme für die Klinge, die sollte unbedingt aus Metall sein. Wenn das Kunststoff ist, dann werdet ihr da nicht viel Spaß mit haben. Skalpell braucht man in erster Linie zum Abisolieren von Kabeln, aber auch zum Abschneiden von irgendwelchen Kleinteilen, um Leiterbahnen durchzukratzen. Alles Mögliche braucht man ständig, sollte man unbedingt haben. Und der schlaue Mann überlegt sich irgendwas, schlaue Frau natürlich auch, wo man das Skalpell vernünftig unterbringen kann, damit man sich damit nicht schneidet, wenn man in der Werkzeugkiste rumwühlt. Das hier ist eine Röhre von einem alten Laserpointer oder sowas, wo ich vorne ein kleines Plastikröhrchen angepackt habe. Sehr praktisch. Dann, eine gute Flachzange. Dieses Teil hier, das ist ziemlich besonders. Das habe ich irgendwann mal, keine Ahnung, vor 25 Jahren meinem Vater aus seiner Werkzeugkiste geklaut. Danke, Papa. Und das ist seitdem meine absolute Lieblingszange. Der Vorteil ist, dass die vorne enorm dünn ist. Mit diesen schmalen Zangenteilen, die vorne dran hat, kann man prima Widerstände zurechtbiegen oder die Beinchen von ICs oder irgendwas. Und das würde halt nicht gehen, wenn man was hätte, was vorne grober ist. Also so eine richtig flache Flachzange, das ist ein Werkzeug, das ist einfach nur geil. Das ist das Universalwerkzeug, braucht man. Ganz fürs Ende habe ich mir was echt Hübsches aufgehoben, was man auch ganz, ganz dringend braucht und wo man echt nicht sparen sollte, und zwar der Knipex. Ein vernünftiger Seitenschneider ist ein Gerät, das man einfach unbedingt haben muss.
wenn man mal mit so einem Knipex-Teil hier gearbeitet hat, dann will man hinterher nie wieder irgendwie so ein billiges Ding in die Hand nehmen. Ich habe die noch rumliegen, wo ich mal so ein Set für 3 Euro gekauft habe. Absoluter Bullshit, ihr braucht sowas. Wichtig ist dabei, wenn man sich das mal hier anschaut, die Kante ist extrem flach vorne. Das heißt, ich kann mit dem Knipex sehr schön direkt an einer Platine zum Beispiel, ne, kann ich mich so direkt hin, dann kann ich zack, direkt über der Platine Pins abknipsen. Super praktisches Teil. Kostet, keine Ahnung, ich glaube 17 Euro habe ich für den hier bezahlt. Ist eigentlich nicht optional. Im Grunde genommen genau das hier kaufen, dann macht er nichts verkehrt. Ja. Das wären mal die wirklich wichtigen Basics gewesen, was man unbedingt braucht. Es gibt auch noch so ein paar Sachen, die sind nicht ganz so wichtig, aber schön. Die sollte man sich, wenn man gerade mal ein bisschen Geld übrig hat und sie irgendwo im Baumarkt oder im Laden sieht, einfach mal mitnehmen. Eine gute Sache ist es zum Beispiel, wenn man einfach mal so eine, ich sage jetzt mal, eine etwas gröbere Zange hat. Kann man prima verwenden, um zusammen mit der anderen Zange irgendwie Drähte gerade zu ziehen oder mal irgendwo ein etwas widerstandsfähigeres Teil von der Platine zu brechen oder so. Ist nicht schlecht, wenn man sowas hat, schadet nicht. Braucht man nicht unbedingt, aber ist schon gut. Dann ein weiteres sehr interessantes Zangengerät ist sowas hier. Mit einer kleinen Feder, boing, boing, und mit diesen gebogenen Spitzen oben. Wenn ihr mal Teile habt, Schrauben oder sowas, die euch irgendwo tief unten drin sitzen und ihr wollt die richtig greifen und drehen und eure Pinzette ist dafür einfach nicht stabil genug, dann ist das hier euer Freund. Sollte man schon in Betracht ziehen, sich sowas zu holen. Kann auch was Billigeres sein, ne? Das Teil hier, das hat vielleicht 1 Euro gekostet. Dann eine Sache, die gerade dann, wenn man so wie ich sehr gerne kleine Lochrasterplatinen lötet, super praktisch ist, ist so eine Pinzette hier, die automatisch zuhält. Also wo man draufdrücken muss, damit sie aufgeht. Die sind super, um irgendwelche Kleinteile festzuhalten. Ich zeig da mal eben was. Ich hole mal eben meine Schaltungskiste. Ja. Wenn man sich mal so eine Schaltung hier anschaut, wo viele Lötteile hier so flach aufgelötet sind. Als ich das hier zusammengebaut habe, hatte ich diese Zange hier und diese Pinzette hier und habe die immer einfach so festgemacht, um die Teile festzuhalten und habe dann gelötet. Wahnsinnig praktisch, lohnt sich die Investition. Also sind, glaube ich, auch nicht teuer. Ich weiß es nicht, wie viel die gekostet hat. Ich habe die schon seit ewigen Zeiten, kann aber nicht sehr teuer gewesen sein. Ein Teil, das wirklich super ist, Nagelfeile. Ja, ganz normale, stinknormale Nagelfeile, hervorragend geeignet, um räudig abgebrochene Lochrasterplatinen zu versorgen oder sowas. Kann man ja auch eine gebrauchte nehmen, die noch irgendwo rumliegt, kein Problem. Man sollte sie nur hinterher vielleicht nicht mehr für die Finger verwenden, wenn sie erstmal mit bleihaltigem Lötzinn irgendwie beschmutzt wurde. Und dann ein lustiges kleines Werkzeug, das hier. Das ist ein Chip-Puller. Der wird eigentlich verwendet für diese, ich glaube, die heißen PLCCs, diese viereckigen Chips mit den Kanten an den Ecken. Und der Grund, weswegen dieses Teil so cool ist, ist, man nimmt es, dann macht man das so auf, greift unter den Chip, macht zu und dann kann man den Chip hochziehen. Wenn man so wie ich schon ungefähr 20 oder 30 Chips die Beinchen abgebrochen hat, weil man sie irgendwie dumm aus dem Breadboard rausgezuppt hat, dann freut man sich drüber, wenn man sowas hier hat. Das ist nicht schlecht. Hat bei eBay bei irgendeinem Chinesen die unglaubliche Menge von 79 Cent gekostet. Das kann man gerade noch investieren. Ja, das wäre der erste Teil mit den Gerätschaften gewesen, mit den einfachen Werkzeugen. Dann wollen wir uns gleich mal anschauen, wie es mit Elektrogeräten aussieht, die man so braucht. Da gibt es nämlich ein paar. Ich würde mal sagen, das Erste, was man so mal ganz dringend braucht, ist die Lötstation. Was ich hier jetzt habe, ist, man kann es ja ganz leicht sehen, das ist eine ERSA RDS-80, kostet ungefähr 150 Euro oder sowas in der Richtung und ist einfach ein super Teil. Ich bin mit dem Ding unheimlich zufrieden. Lasst euch von niemandem so einen blöden 30 Watt Feinlötkolben aufschwatzen. Die Teile sind kompletter Scheiß. Also immer wenn man einen Lötkolben hat, der direkt in die Stromversorgung irgendwo eingeklemmt wird, ja, vergesst es. Alles scheiße. Temperaturgeregelte Lötstation braucht man, muss sein.
Was noch bei der ERSA hier relativ wichtig ist, bei der ist standardmäßig eine Lötspitze dabei, das ist die hier. Schau mal, ob ich die ein bisschen näher rankriege. Das ist ein ziemlicher Brocken. Eigentlich viel zu breit, kann man meiner Meinung nach nicht vernünftig mit löten. Und deswegen sollte man sich sowas hier besorgen. Die Lötspitze, die man hier sieht, ist eine Ersa-Dur-Lötspitze, meißelförmig, 2,2 mm. Total super, meiner Meinung nach genau die richtige Größe, um an irgendwelche Teile zu kommen. Und noch dick genug, um richtig heiß zu sein. Das Problem mit den ganz feinen Lötspitzen, sowas hier in der Art. Das Problem mit denen ist nämlich, die bringen die Hitze einfach nicht an die Bauteile ran. Das ist ziemlich ärgerlich, da hat man nicht wirklich viel Spaß mit. Deswegen 2,2 mm Meißelspitze ist ein super Teil. Das nächste, was auch ganz wichtig ist, gerade wenn man so vorhat mit Mikrocontrollern und sowas zu machen, ist ein kleines Labornetzteil. Das man jetzt hier sieht, ist nicht besonders teuer. Das hat, glaube ich, bei Amazon so um die 50 Euro gekostet. 0 bis 15 Volt, 0 bis 2 Ampere. Ist wirklich super, weil man da eben seine Spannung und seinen Strom einstellen kann. Wenn man ein bisschen professioneller unterwegs ist, braucht man da was Besseres. Also die Teile, die gibt es wirklich gut und teuer. Aber für einen Anfang und gerade diese ganzen Mikrocontroller-Spielereien, die wie gesagt sowieso immer unterhalb von 12 Volt liegen, ist sowas da schon mal wirklich ziemlich gut. Damit sind wir dann schon beim vorletzten Gerät. Das Multimeter. Multimeter ist natürlich unglaublich wichtig, weil man ständig irgendwas messen muss. Ich habe jetzt hier ein total billiges Teil, 30 Euro oder so bei Amazon bezahlt. Geht so, sage ich mal. Also ist halbwegs in Ordnung, ist nicht das beste Gerät, das man kaufen kann, auch nicht das genaueste Gerät, wie ich im Vergleich mit irgendwelchen Flux oder so gesehen habe. Nur hat halt nicht jeder Bock, wenn er noch nicht genau weiß, ob das Hobby ihm tatsächlich gefällt oder nicht, sich gleich ein Multimeter für 300 Euro zuzulegen. Also wenn man vorhat, sowas zu tun, dann würde man nach so einer Marke wie Fluke oder Brymon Ausschau halten. Für den Anfang reicht sowas da eigentlich ganz gut aus. Und mal ganz ehrlich, wenn man sich irgendwann was Besseres kauft, dann freut man sich früher oder später drüber, dass man halt ein zweites Multimeter rumfliegen hat. Es ist nicht weiter schlimm. Man kann erstmal klein anfangen. Also wenn euch da jemand erzählt, man bräuchte gleich von Anfang an 300 Euro Gerät, lacht ihn aus, stimmt nicht. Zu dem Multimeter gibt es noch eine Sache, die man sich kaufen sollte, nämlich solche Messleitungen hier, ich bringe mal eben hier ins Bild, mit Krokodilklemmen dran. Das ist ganz einfach deswegen cool, weil die könnt ihr an eure Schaltung irgendwo dran pinnen, könnt ihr festmachen und dann die ganze Zeit messen und habt die Hände frei, um irgendwas zu löten oder Teile umzustecken. Das ist ziemlich cool, das will man schon haben. So. Das nächste, was man so braucht, ich muss hier mal kurz ein bisschen umräumen. Ist dieses Schätzchen hier. Sprich, ihr wollt eine Beleuchtung haben, ja, Ringleuchte mit einer eingebauten Lupe. Das ist unverzichtbar, weil spätestens, wenn man irgendwas lötet und mal überprüfen muss, ob man jetzt tatsächlich die Lötstellen richtig gemacht hat und sowas, super Teil, bringt das Licht dahin, wo man es haben will, vergrößert schön, genau das braucht man. Ohne sowas wird man einfach nicht glücklich bei dem Hobby. Das Teil hier war auch ultra billig. Keine Ahnung, was ich genau dafür bezahlt habe. Ich habe das bei Reichelt gekauft für, ich glaube, 20 Euro oder so. Kann man teurer machen, muss man aber nicht. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Gefährten und das ist ein Gerät, bei dem ich erstmal sehr zwiespältig war. Das Oszilloskop. Als ich angefangen habe mit der ganzen Bastelei, bin ich ehrlich gesagt noch davon ausgegangen, dass ein Oszilloskop so eine von diesen Sachen ist, die man haben kann, aber nicht unbedingt braucht. Schönes Spielzeug, aber ja, ich kenne mich doch nicht so gut aus mit der Elektronik, wofür brauche ich dann gleich so ein teures, tolles Ding? Ja, Fehleinschätzung. Ich könnte nicht mehr ohne leben und dabei mache ich nichts ganz Besonderes. Das fängt an damit, dass man einfach mal überprüfen will, wie jetzt tatsächlich der Spannungsverlauf ist, den man kriegt mit irgendwelchen Widerständen. Dann, wenn man einen Oszillator baut und sehen will, ob die Wellenformen richtig stimmen, wenn man mal gucken will, ob die Kommunikation zwischen zwei Chips passt, das geht alles nur mit dem Oszilloskop und deswegen muss man sich das eigentlich schon relativ zeitnah mal beschaffen. Bei den Oszilloskopen gehen die Preise los irgendwo bei 150 Euro für irgendwelchen Billigschrott. Nach oben hin gibt's absolut keine Grenzen. Also es ist überhaupt gar kein Problem, bei 20.000 Euro für ein Profi-Oszilloskop auszugeben. Muss man aber eigentlich nicht.
Das Gerät, das ich hier habe, ist an Voltkraft. Klar, die kleben da auch nur Label drauf. Ich glaube, das Originalgerät ist Handtech. Irgendwas heißt das. Kostet 330 Euro in der Ausführung hier und reicht für eine ganze Menge Sachen aus. Wenn man jetzt vorhätte, wirklich, weiß nicht, Radio- und Fernsehtechnik zu machen, da hat man bestimmt irgendwie sehr, sehr hohe Frequenzen im Gigahertz-Bereich. Da reicht sowas natürlich nicht aus. Aber wenn alles, was man macht, eigentlich mit Mikrocontrollern zu tun hat, die mit 16 MHz getaktet sind, ja, dann reichen 60 MHz Bandbreite aus und so viel hat das Teil hier. Kommt gleich zusammen mit zwei von diesen Prüfspitzen da, ist eigentlich kinderleicht zu bedienen, hat ein schönes großes Display, ist echt top, gefällt mir sehr, sehr gut, wurde mir damals von Paul empfohlen und ich habe es nicht bereut, das zu kaufen. Alternative als Einsteigergerät wäre das 50 MHz Rigol, das ist wohl auch ziemlich gut, habe ich aber noch nicht in der Hand gehabt, muss aber was zu bedeuten haben, dass eigentlich sehr, sehr viele Leute sagen, dass es ein Top-Gerät ist, also macht man auch nichts verkehrt damit. In beiden Fällen ist man in der Preisgrößenordnung um die 300, 350 Euro dabei. Und hat damit auch schon das teuerste Gerät in der, ich sage jetzt mal, Anfängerbastlerwerkstatt sich zugelegt. Ja. Im nächsten Teil geht es dann darum, was man eigentlich so an Materialien für einen Einstieg braucht. Aber bis dahin soll es jetzt erstmal reichen, dass wir mal kurz über die Geräte und Werkzeuge geschaut haben. Ich wünsche euch also viel Spaß beim drüber nachdenken, was ihr da alles kaufen wollt und wo. Unter dem Video packe ich die Links zu den wichtigsten Sachen hin, damit man sich das auch irgendwo mal in irgendwelchen Shops anschauen kann. Und ich würde euch dringend bitten, doch einfach mal diesen blöden Like-Button zu klicken. Und zwar deswegen, weil ich total geil drauf bin, auch mal geliked zu werden. Ich brauche das. Und Reshare und sowas ist auch völlig super. Total geil. Und dann schaut euch auch mal das Filmchen mit der Channel-Werbung 2 an. Da erwähne ich was über das Einschicken von Geraffel zu einem Sendungsformat namens Mehlbacke. Guckt euch das an und wenn ihr da noch irgendwelchen Scheiß im Keller findet, schickt mir vorbei. Bis dahin, habt Spaß. Ups, ich Schusselchen. Es gibt noch zwei Dinge, die ihr unbedingt haben wollt. Das eine ist ein kleines Marmeladenglas oder sowas für Müll. Immer dran denken, Abfälle, die beim Löten entstehen, sind giftig. Die gehören nicht einfach an den Hausmüll, besonders wenn ihr mit bleihaltigem Lötzinn lötet. Die gehören unbedingt in Sondermüll, dafür sammelt ihr die in so einem Glas hier und bringt die gelegentlich zum Wertstoffhof. Umwelt dankt euch dafür. Die zweite Sache, das ist ein kleines Gläschen mit einem Staubdeckel am besten, weil hier ist feiner Staub drin, den ihr nicht einatmen wollt. Und was in dem Gläschen hier drin ist, es ist so ein, ja, ich würde mal vermuten, Messinggeflecht. Und das braucht man, um Lötkolben zu reinigen. Immer bevor ihr irgendwas tatsächlich macht mit dem Lötkolben, ja, nimmt man den dann einfach und dann ist die Spitze schön sauber. Hat gegenüber den klassischen Schwämmchen, die man immer so an den Lötkolben dran hat, an den Lötstationen, den Riesenvorteil, dass es den Lötkolben nicht abkühlt. Außerdem sammelt sich die Scheiße, ich weiß nicht, ob man das hier vernünftig sehen kann, die man da abstreift, na, kann man wahrscheinlich nicht sehen, die sammelt sich hier unten in dem Gläschen. Das ist dann einfach so ein feines Pulver, das kann man gelegentlich mal rausstreuen. Fertig ist viel angenehmer, als diese blöden Schwämme zu reinigen. Okay, Entschuldigung, dass ich das vergessen hatte, aber für sowas kann man ja auch noch mal einen Achtrack hinterherlegen.